Ja, Fortnite OG. Dafür kriegt man einen Story-Trailer zu sehen. Da ist mein Battle Pass, OG Pass freigeschaltet. Gucken wir uns den noch mal an. OG Pass. OG Pass. Aha. So, was haben wir denn da? Spektra Ripperin heißt sie. Das ist der Spektra-Schutz. Oh, legendär. Oh, mein, sein Banner kann man dran machen. Splittersturz. Sieht nicht schlecht aus. Ich dachte, Sprays und Mnemonikon sind raus. Anscheinend nicht. Ritter-Ehre. Spektra Schneider. Oh, die sieht eigentlich schon nice aus. Die ist legendär. Die ist legendär, ja moin. Das ist die erste seit langem. Die. Das ist die erste legendäre Pickaxe seit langem. Die letzte war vom Predator, aber das konnte nur er selbst ausrüsten. Ja moin, das heißt, man kann die jetzt mit jedem ausrüsten. Es gab zwar schon zwei andere, aber die waren nur für Crew exklusiv. Im Battle Pass war halt nur eine, die von Predator. Und jetzt haben wir die hier drin. Ja moin, es ist. Also, ja moin, es ist aber richtig geil. Ja moin. Einen Moment. Ach, was ist das? Was ist das denn? Ja, ich muss mal kurz. Game leise? Manche leise. Spektran nicht. Ist das denn über die Mikrofone so leise? Ich muss gleich mal einstellen. Muss ich mal einstellen in Einstellungen. Nee, also, das ist mir viel zu leise. Allgemein Musik. Ja, besser. So, wo waren wir jetzt? Die Lackierung. Ich finde sie sehr, sehr nice. Sieht sehr gut aus. Also standardmäßig so. Aber sieht schon okay aus. Was haben wir da? Radikaler Rückblick. Ja, moin, das ist so ein Remix-Emote zu ganz vielen anderen Emotes. Ja, wie dieser Disco-Fieber. Ja, nein, das ist ja nice. Das ist der Spektra-Ritter. Soll eine Mischung aus Black Knight und Rote Ritterin sein. Sieht nice aus. Sieht sehr, sehr nice aus, muss schon sagen. Dann Lil Split. Das ist dieser Bananenskin. Musik, willkommen beim ultimativen Split. Ah. Ach, das. Ja, moin. Dann Bananenschläger. Ja, war ja klar, sowas. Das geht auf jeden Fall klar. 100 V-Bucks, Charlie Whip. Ja, Mann, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Lego-Figur. Kann das sein? Sieht aus wie eine Lego-Figur. Eisbrechergleiter. Es sieht genau aus wie dieser Lil Whip-Gleiter, nur ein bisschen anders. Okay. Dann Lil Split. Also Banane. Fusion zwischen Banane und Lil Whip. Ach, das sind die Stile, die man da direkt bei kriegt. Erdbeere. Ja, sieht nicht schlecht aus.
Dann Lil Sprit Matsch. Matscha. Ah, das ist von. Das ähnelt diesen Ladebildschirm von Season 8 von Chapter 1 damals. Die kriegen noch den Stil. Das auch. Oh, irgendwie alles diese Pistazie ist es eigentlich, würde ich sagen. Karamellsoße. Und Dessert Diving. Nightwivax. Ah, Pistazie. Aber dann hat er jetzt eine Brille und so dabei. Sind wir hier? Maradeuren Lux. Ah, habe ich schon gesehen. Ah, okay. Miese Meisterkatze. Anderes Symbol. Reisegleiter der Maradeure. Boah, das sieht nicht schlecht aus. Riesending. Ist das Maradeur Muster? Achso. Schwäche aus. Nightwivax Maradeuren Lux. Eine Mischung aus Lux Cassandra und Renegade Raider. Sieht nice aus. Ja, sieht nice aus. Da bestimmt auch noch ein paar Stile, oder? Finsterstorm. Aha. Jetzt Augen der Maradeuren. Finstersturm. Und Vivax und Dösen der Depp. Oh, nee, nicht unbedingt. Katzenspurschnitzer, Finstersturm. Oh, ja, sieht nicht schlecht aus. Das ist Finstersturm-Variante, also. Maske von Lux Cassandra mit ein bisschen Linien, also so die Farben, die auch Lux Cassandra meine ich habe irgendwo, ich glaube in der normalen Version. Dann Omega Rock. Ah, Omega Ragnarok ist wahrscheinlich letzter Vorbote. Okay, ja, es geht, geht. 100 V-Bucks und Langshift Junior. Ja, moin. Jo, das sieht auch nicht schlecht aus. Fortbewegung. Apokalyptischer Schleier. Wow. Boah, wow, das sieht nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Und V-Bucks und Omega. Oh, ich sag mal Omega Ragnarok. Ja, man kann. Ich weiß nicht, man kann ein bisschen drüber streiten. Das ist eigentlich ein Reskin, ne? Vom Gesicht her. Aber. Soll, glaube ich, so eine Mischung aus Ragnarok und Omega sein. Omega Ragnarok, sag ich jetzt mal. In der verbotenen Rüstung. Ist das Winteransturm? Was? Die ist schon wieder legendär? Zwei legendäre Pickaxe in einem Battle Pass. Wie geil ist das denn? Hat auch Stile. Und V-Bucks. Ragnar Rage. Aber das sieht auch nicht schlecht aus. Hat schon was. Frostbrand. Ja, moin. Das ist auch wieder so ein Drache, den man quasi reiten kann. Weil hier metallisch. Ach, der sieht auch nicht schlecht aus. Und legendär. V-Bucks. So, ja, das ist die Omega-Variante von diesem Ragnarok. Also man sieht wirklich eins zu eins, dass es ein Reskin ist. Allerdings halt metallisch. Es geht auf jeden Fall klar. 50 Level muss man erreichen. Gibt es aber noch Bonus-Review? Macht den Split. Oh. Oh, und nicht schlecht. Keine Copyright-Mods. So, hier haben wir noch 100 E-Links, dann haben wir hier Finstersturm, dann haben wir hier durchschlagen das D Dessert. Ja, okay. Mit V-Bucks, Katzenspur, Schnitzer, Non-Stil. Von dieser.
Marodeurin Lux Feuervariante. Also soll wahrscheinlich auf Renegade Raider in oder Inferna oder wie heißt es anspielen. Deswegen dieses Feuer. Dann gibt es noch drei weitere, die werden in 2 Wochen freigeschaltet. Dann sind es wahrscheinlich irgendwelche 2 Skins, die irgendeinen Superstil noch kriegen. Oder es sei denn, es ist irgendein Skin, der noch kommt, wo man gar nicht auf dem Schirm hat. Was haben wir noch? Spectra Ritterin. Verschiedene Stile. Oh. Ach, das muss man freischalten alles. Da unten sind viele Banner. Gucken wir mal. Schließe wöchentliche Aufträge von Woche 1 ab. Ach, die wöchentlichen sind wieder zurück. Das heißt, man kann jetzt wieder, oder man muss jetzt wieder wöchentliche abschließen, damit man auch diese Stile bekommt. Woche 2. Das sieht eher so... Weiß ich gar nicht. Sieht man das? Royal Helm ist das? Achso. Spinnenhelm. Dunkler Helm. Ah. Ultima Ritter. Um Ultima Ritter, der Helm. Was haben wir hier? Muster Frieden. Integrität. Stärke. Und Banner-Symbole. Moment, wie kriegt man die? Drei Sachen von den wöchentlichen Aufgaben abschließen. Woche 2, 3 und 4. Den hier. Schließe wöchentliche Aufträge von Woche 1 ab. Eine. Okay. Schließe wöchentliche Aufträge von Woche 1 ab. 3. Von Woche 2 einen. Von Woche 3 einen. Und von Woche 4 nochmal einen. Oh, okay. Ach, hier kann man jetzt auch die Farben auswählen. Ah. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Obwohl, das sieht nicht wirklich aus. Da sieht man schon mal mehr. Rosa. Rot. Chroma. Galaxy. Weil mit dem Galaxy haben sie das ja auch in letzter Zeit. Eis. Oh, Eis sieht nicht schlecht aus. Ist das die Jacke? Nee. Ah, doch, doch. Jacke und die Handschuhe. Oh, nicht schlecht. Dafür, dass man nur 70 Level erreichen muss. Also erstmal 50 hiervon und dann hier nochmal 20, um alle anderen freizuschalten. Geht das eigentlich klar? Ja, finde ich sehr nice. So, was wir da drin haben. Ist ja eh nur ein Monat. Da geht das ja klar. Nächste Season startet dann am 3. Dezember. Genau heute in einem Monat. Oh, warum nicht? Was steht da? Um 4 Uhr morgens gehen die Server offline dann. Ja, moin. 4 Uhr morgens.